So, hallo, ich hoffe, es läuft alles. Das hoffe ich deswegen, weil ich gerade ziemlich große Probleme hatte, hier aufzunehmen. Weil alle Einstellungen weg waren von Fortnite. Und jetzt wird mich alles wieder neu eingestellt und jetzt läuft es hoffentlich. Ja, mittlerweile, man siehe und staune. Dauert es 3 Jahre, um zu laden. Hallo? Ja. Mittlerweile ist die sensationelle Abenteuerinsel aufgetaucht. Also, ja, hätten wir noch ein bisschen gewartet, wären sie wahrscheinlich von selbst gekommen. Und wie man auch sieht, wenn man da mal hinguckt, es ist ein völlig anderer Code. Also, irgendwas ist da grundsätzlich schiefgelaufen. Wir gehen jetzt jedenfalls auf die Abenteuerinsel und werden die Kapseln und Dragon Balls suchen. Let's go. Und weil ich nicht weiß, ob da andere Musik läuft, warten wir erstmal ab. Okay. Ich schätze, hier kommt keine andere Musik. Ja, 100 von den Kapseln müssen wir finden und einen Dragon Ball. Aber ich denke, wir können nur mal unsere eigene Musik anmachen, ne? Dann mache ich hier gleich wieder Q-Mo an. Und dann läuft die Geschichte. So. Ich gucke nur ganz kurz nochmal in die Szene, aber es sieht soweit alles okay aus, ne? Man sieht alles, es passt. Weil es war echt weird. Ich muss jetzt auch über Fenster aufnehmen, weil die... Gott, ich habe gar nicht gecheckt, dass ich Chinochun auch ausgewählt habe. Ich muss jetzt auch über Fenster auswählen, weil die normale Gameaufnahme hat nicht funktioniert. Also keine Ahnung. Och, Leute, müsst ihr hier so übertreiben? Okay, wir gucken uns jedenfalls mal ein bisschen um. Ja, man sieht schon, hier wurden natürlich die ganzen typischen Dinge nachgestellt. So. Aber wie gesagt, wir wollen hier... Gott, ich mach gleich die Sounds aus. Das wird mächtig auf die Nerven gehen, glaube ich. Oh mein Gott, das hört nicht mehr auf, ne? Okay. Aktuell hört es nicht auf. Wir gucken mal, ob es zu sehr nervt. Ja, jedenfalls, hier wurden also die ganzen Orte nachgestellt. Das, die Capsule Corporation von Bulma und so weiter. Mal gucken, woran was ich alles erkenne. Ich meine, klar, das ist der ganze Ort an sich. Das ist der Ort an sich, in dem alles so abspielt. Also wenn es in der Serie ist. Hier müsste auch irgendwo das Boot sein, das Boot von... Ja, genau, da ist das Schiff. Ob man da drauf kann, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Werden wir sehen, ob man da drauf kann. Teilweise hängt es ein bisschen, aber ich glaube, das liegt einfach an der Insel an sich, weil jetzt alle drauf gehen. Wir gucken auch gleich da hoch. Ich gehe jetzt da einmal außen rum, dass wir auch alle Kapseln mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es genau 100 gibt und man dann die letzte Kapsel vergebens suchen wird. Oder ob es viel mehr Kapseln gibt. Das weiß ich nicht. Das werden wir noch rausfinden. Ich werde erstmal so tun, als ob es genau 100 gibt und ich wirklich jede einzelne brauche. Aber wir werden sehen. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. So, darf ich mal hier hoch? Na, super. Darf ich mal hier hoch? Nein. Dann gehen wir jetzt erstmal hier. Na. Bleib doch da oben drauf, mal bitte. So, ja. Und jetzt hier hoch. Dankeschön. Okay, wir machen es mit Jindo-chun.
Auch wenn ich da gleich ein bisschen übertreibe dann. Ja, gut. Gut, das geht natürlich auch. Oh Gott. Oh, ich hoffe, man braucht nicht alle. Das wäre ja Wahnsinn. Schade. Komme ich da so hoch? Darf ich da bitte so hochkommen? Nee, keine Chance. Oh, wie soll man denn die ganzen Luftdinger da? Das ist ja... Das wäre ja nervig, wenn man die alle einzeln sammeln müsste. Okay. Ah, auf dem Ding sind auch welche drauf. Ah, hier komme ich zumindest hin. Okay. Nein, ich hab's verfehlt. Ich bin ein Trottel. Jetzt habe ich es auf der anderen Seite verfehlt. Jetzt treffe ich aber. Dankeschön. Sehr schön. So. Ah, perfekt. Perfekt, perfekt. Die drei gleich mitgenommen. Wunderbar. Okay. Gut, dann können wir jetzt mal hier in die Mitte reingehen. Okay, da ist ein Dragon Ball. Keep searching for the remaining Dragon Balls until you have collected all 7. Use the radar in the central plaza to locate the whereabouts. Oh, okay. A hidden Dragon Ball, head to Goku's house, room of spirit and time trial. Ich will mir eh alles anschauen, also. Ich will mir eh alles anschauen. Kann man da rein? Ja, man kann da rein. Man kann da rein. Sehr cool. Oh, hier kann man die verschiedenen... Okay, hier gibt es verschiedene Ports. Ich frage mich, ob man auch so die Sachen findet oder ob man sich porten muss. Weil dann gehen wir erstmal, bleiben wir erstmal hier. Dann bleiben wir natürlich erstmal hier. Kann ich da hoch? Nein, da ist eine Wand. Okay, da ist eine Wand. Das ist doch schon mal gut. So, oh, da oben drauf sind welche. Nein, ich wollte nicht runterspringen. Darf ich dann nochmal hoch? Dankeschön. Die Geräuschkulisse ist ein bisschen nervig, aber ansonsten geht's eigentlich. PvP-Arena. Ach so, das ist die Arena. Jetzt verstehe ich das. Okay. So, wir gehen einmal im Kreis, wenn wir dürfen. Wir dürfen. So, da ist der Radar, den soll ich ausnutzen. Ach, und dann krieg ich den Dragon Ball angegeben. Ah, ich verstehe. Aber ich würde die gerne so finden, muss ich gestehen. Ich denke nicht, dass die wahnsinnig schräg versteckt sind. Ich würde die gerne so finden. Okay, hier ist dann auch wieder so ein Shortcut zu den Episoden. Ja, ich meine, die sieht man halt, ne? Okay. Darf ich da aufs Boot? Nein. Mir scheint aber wirklich fast, als ob die ganzen Kapseln in dem Abschnitt hier sind und in den anderen Abschnitten dann nur die Dragon Balls versteckt sind vielleicht. Okay. Vielleicht darf ich hier? Hier darf ich auch überhaupt. Also zu dem Boot kommt man nicht. Ach, hier oben drauf wollten wir ja noch, richtig.
Siehst du, hätte ich schon wieder vergessen. Sehr gut. Ah ja, die Wolken müssen wir ja auch noch. Oh Gott, das wird nervig. Die Wolken könnten ein bisschen nervig werden, glaube ich. Aber wir werden sehen. Hallo. So. Okay. Dann haben wir das jetzt alles, würde ich denken, hoffen. Und dann jetzt hier hoch. Nein, wieso fahre ich denn jetzt da runter? Ich will... Oh, wirklich? Ich will doch nur da hoch. Jetzt. Hallo, kann ich... Ach, warte, die Wolken bewegen sich entlang dieser Dinger. Und dann kann man wahrscheinlich mit deren Wolken die einsammeln. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, so ergibt es Sinn. Ach, Leute. Okay, das sind definitiv mehr wie 100. Das ist gut. Dann müssen wir uns da nicht weiter abstressen. Dann haben wir die Kapseln jetzt nämlich schon vollständig. Okay, dann gehen wir doch mal kurz in so einen Kampf rein, würde ich sagen. Jetzt habe ich hier diese Waffe. Und jetzt kann ich einfach hier... ...selber den hier machen. Ich habe einen eliminiert, aber es nützt mir nichts. Also es nützt mir schon was, es gibt XP. Na, jetzt kann ich hier gucken und sehe dann, ich habe eine Eliminierung. Nice. Okay, ja gut verstanden, Konzept verstanden. Aber es geht uns jetzt nicht darum, hier zu kämpfen. Die Arena haben sie cool nachgebaut. Ich würde lieber noch die anderen Dragon Balls suchen. Und die anderen Dragon Balls scheinen dann ja nicht hier in dem Ort zu sein. An dem Ort. Sondern eben an den anderen Orten. Zu denen man mit der Kapsel, mit dem UFO hinkommt. Okay, machen wir das doch mal. Machen wir das doch mal. Lassen wir uns mal porten, gucken wir uns mal den Rest an, was hier so gebaut wurde. Ich würde einfach sagen, wir gehen es der Reihe nach durch. Wir sind schon hier. Gokus Haus ist das nächste. Ah, wir reisen gerade noch 7 Sekunden. Ich verstehe, und jetzt kann ich hier runter. Craft a shield fish, a spicy fish and a vendetta fish. Say what? Guck mal, hier sind... Okay, hier werden auch ganz viele... Okay, ich hätte nicht die 100 Kapseln. Ja, ist in Ordnung. Jetzt sind die nicht mehr wichtig. Ist okay. Hier wäre jetzt ein Dragon Ball, wahrscheinlich, wenn ich gecraftet habe. Okay, das heißt, man muss die Missionen erfüllen, um die Dragon Balls zu bekommen. Dann holen wir uns schon mal Pepperoni. Wir müssen uns... Ah, ich verstehe, wir müssen von jedem was... Von jeder Art müssen wir was pflanzen und dann mit einem Fisch craften zusammen. Ich verstehe. Wir kochen Fisch jetzt.
Hi, Goku. All this moving around is making me hungry. Let's eat something. Okay. Kann ich da rein? Nein, schade. Kann ich nicht Son Gohan bei den Hausaufgaben helfen. Wobei wir ja eigentlich scheinbar in der Zeit von Dragon Ball Super sind. Das heißt, Son Gohan ist jetzt auch nicht mehr so ganz klein. Ne, den Pilz brauchen wir nicht. Aber wir brauchen noch die andere... Ist ja egal. Wir können ja nachher noch was fischen. Noch was dingsen. Erstmal müssen wir jetzt angeln. So. Okay. Aber wie crafte ich jetzt Fisch? Ich habe das noch nie gemacht. Muss ich dafür an so ein Lagerfeuer gehen oder gibt es überhaupt ein Lagerfeuer? Ach, hier! Okay, hier muss man die zusammensetzen. Hier muss man die zusammensetzen. Aber ich brauche diesen Füll. Wait, what? Ich brauche noch einen Zappler, okay. Den kann ich hier schon mal einsetzen. Ah, geht noch nicht. Ach, ich habe jetzt... Okay, der hat jetzt die Sachen eingesetzt, die ich schon hatte scheinbar. Und hier brauche ich jetzt noch einen Zappler, okay. Ich wollte ihn jetzt nicht essen. Gilt jetzt noch als... Nein, er gilt nicht mehr. Oh, shit. Okay, also ich brauche so einen Zappler. Das ist doch einer. Müsste es jetzt nicht passen? Jetzt habe ich den anderen wieder nicht. Ich brauche beide. Ach so. Hallo? Das ist nochmal so einer. Ich brauche noch einen Schlörfisch. Noch mehr Zappler. Noch mehr Zappler. Wollt ihr mich verarschen? Oder kriege ich hier nur Zappler und muss mit denen erst irgendwas anderes anstellen? So ganz habe ich es noch nicht kapiert, glaube ich. Ach so, die zusammen... Ich glaube, jetzt check ich's. Ich bin dumm. Die... Nee, ich bin dumm. Ich hab's gecheckt. Sorry, ich bin blöd. Die beiden zusammen ergeben einen solchen Fisch. So. Mit dem muss ich dann hier weitermachen. Jetzt muss ich nämlich erst einen Chili-Fisch erstellen. So nämlich. Und jetzt habe ich die beiden und jetzt kann ich diesen Fisch erstellen. Und jetzt kriege ich den Dragon Ball. Kapiert. Okay. Und damit haben wir die Crafting-Quest erledigt. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es verstanden. Gucken wir uns nochmal kurz um, aber das hier ist dann soweit das gewesen. Okay. Gehen wir wieder rein. Hoppala. Ja, so kann man auch hochkommen. Okay.
Dann ab nach Kamis Place. Palas. Der Gottespalast. Use your Nimbus Cloud to complete the Cloudways. Okay, das klingt interessant. Ah, das ist hier drüben. Schauen wir uns gleich... Oh! Ah, das ist schon cool. Oh, ich kann in den Raum von Zeit und Geist gehen, aber das machen wir nachher. Denn wie ihr alle wisst, vergeht da drin ja die Zeit deutlich langsamer. Ah, hier ist dann wahrscheinlich das Rennen, so außenrum wahrscheinlich oder so. Ah, es ist schon cool. Es ist schon cool. Wenn es jetzt nur noch Dragon Ball Musik hätten eingefügt, das wäre dann episch gewesen. Aber hier ist leider nichts, okay. Gut, ja, dann gehen wir mal eine Runde Wettrennen machen oder so. Hey Vegeta, was hast du zu erzählen? Okay, let's go. Ah, hier müsste man jetzt eigentlich... Hier müsste man jetzt eigentlich die Musik vom Wolken... Also... Ja, wie heißt sie da? Makafushiki Adventure oder wie das die Lied heißt. Müsste man eigentlich einfügen. Ihr wisst, was ich meine. Zumindest, wenn ihr Dragon Ball Fans seid. Sonst wisst ihr es natürlich nicht. Alles okay. Oh oh. Bin ein bisschen niedrig dran. Okay, wir schaffen's. Und da ist das Goal. So. Und da krieg ich meinen Dragon Ball. Nice. Okay. Jetzt können wir mal in den Raum von Zeit und Geist gehen. Complete the Room and of Spirit and Time Trial. Oh, das ist jetzt ein Kopf. Das ist ein Parcours. Oh. Okay. Die haben mir einen Parcours draus gebaut. Okay, ist auch cool. Alles gut. Es ist halt, ich muss nur sagen, es ist ein bisschen schwerfällig zu steuern. Aber ich hoffe, die arbeiten mit genug Checkpoints, sodass nicht, wenn man jetzt hier runterfällt, dass man da unten wieder anfangen muss. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So. Okay, da muss ich auf den drauf. Da oben ist der Dragon Ball. Da müssen wir hin. Aber bemerkt ihr das, wie das hakelig ist beim Springen zum Beispiel? Das ist richtig hakelig. Ich hoffe, ich falle nicht runter und muss alles von vorne machen. Okay. Da ist jemand runtergefallen. Oh, weil alles von vorne wäre nicht so geil. Okay. Weil es ist ja nicht schwierig. Aber wenn ich durchs Hakeln runterfalle, dann wäre das blöd. Okay, da komme ich mit einem Satz rüber. Sehr schön. Oh Gott. Euer Ernst? Ich hoffe, die Dinger sind stabil. Ah, sieht gut aus. Okay. Okay. Okay, wir sind fast oben. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt kann nichts mehr passieren. Sehr schön. Nice.
Okay. Keep exploring. Ja, nee, ist in Ordnung. Ich denke, wir haben hier genug gesehen. Kann man hier außen rumlaufen. Wie wir einfach ein Level nach dem anderen jetzt mitnehmen. Seit ich Level 100 geworden bin, worum es mir ging, werde ich einfach noch schneller in den Leveln steigen. Das ist unfassbar. Okay. Gut, gehen wir wieder raus. Und zurück ins Boot. Was gibt's jetzt noch? Ich hab's vergessen. Aber wir werden es gleich rausfinden. Ah, Beerus Planet. Na, da bin ich jetzt gespannt. Use Kamehameha to destroy 5 rocks. Okay. Oh mein Gott, sogar mit dem Baum. Chillig. Na, Beerus? Okay. Also, dann bräuchte ich mir jetzt ein Kamehameha. Da kriege ich ein Kamehameha. Unendlich Kamehameha. Das waren schon mal zwei. Oh, ich dachte, ich erwische alle auf einmal und habe keinen einzigen erwischt. Auch stark. Oha. Und das wär's gewesen. Sehr schön. Das dürfte Dragon Ball Nummer 6 sein, ne? Ja. Nice. Vor allem, sie haben sogar die Platte mit dem Essen und alles. Also, sie haben schon an viel gedacht, muss man schon sagen. Ich weiß nicht, bei wem sie sich da beraten haben, was alles zu Dragon Ball Super dazugehört. Aber da haben sie schon ganz nette Sachen eingebaut. Okay. Gut. Dann können wir zurückgehen. Und wahrscheinlich den 7. Dragon Ball abholen. Schauen wir mal. All Quests. Oh, Shenlong dürfen wir jetzt was wünschen. Ja, da ist der 7. Da ist der 7. und damit haben wir alle 7 Dragon Balls zusammen. Unfassbar. Jo, falscher Anime, Kakashi. Falscher Anime, aber ist okay. Der 7. Dragon Ball. Now that you have found all 7 Dragon Balls, you can travel to a special place to summon Shenlong. It's time to make a wish. Das heißt, es war jetzt ein Port, nachdem man alle 7 gefunden hat. Nice. Shenlong haben es aber auch schon ordentlich erwischt, muss man sagen. Nur, ich hätte es echt cooler gefunden, wenn sie noch irgendwie Musik eingebaut hätten. Das könnte man so cool mit Musik hinterlegen. Ah, echt schade eigentlich. You have all the Dragon Balls. That's amazing. Ja. Make a wish. Want to unlock your hidden potential? Tell me your wish. Whatever it is, I will make one wish come true. Yellow or blue? Ja. Alles klar. Okay. Kann ich nochmal? Fare you well. Okay. Wie komme ich jetzt hier weg?
Muss ich mich jetzt rausporten? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ich muss mich rausporten. Schaut euch den mal an. Also den haben sie schon echt nice gemacht. Ja, ja, ja. Nee, ist cool. Hat mir gut gefallen. Ach, ich kann über so einen Goku zurückgehen. Okay, sehr gut. Ich kann über so einen Goku zurückgehen. Congratulations on completing the Dragon Ball Adventure. You can now explore the world freely. Fight in the arena and watch Dragon Ball Super Episodes by heading down to the dock. Nee, Shenlong will ich jetzt eigentlich nicht visiten. Du bist auch im falschen Anime, auch wenn ich nicht weiß, wer du bist. Okay, ja, war doch cool. Haben sie doch was ganz Nettes draus gemacht, muss man sagen. Okay, dann haben wir eine Episode uns mal die Dragon Ball Insel angeschaut. Nachdem sie jetzt ja auch aufgetaucht ist und der richtige Code vorhanden ist. Das hat vorher noch nicht funktioniert. Was ich aber, wie gesagt, nicht verstehe, ist, warum OBS jetzt nicht mehr aufnehmen wollte, Fortnite. Aber ist egal. Ich habe es wieder hinbekommen, hoffe ich, denke ich. Sollte passen. Gut, geben wir dem Ganzen noch ein Däumchen nach oben und gehen raus. Puh. Wie viele Level-Ups waren das jetzt wieder am Stück? Ah, erfahren wir gar nicht. Stabil. Okay. Dann lass uns nochmal kurz da reinschauen, aber das haben wir jetzt abgeschlossen, ne? Mit den... Genau. Ah, das haben wir jetzt abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Dann haben wir das jetzt eigentlich auch. Dann können wir wieder in den normalen Modus zurückgehen. Aber ich denke, wir schließen den Part hier auch ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss.